Was kann man denn jetzt aktiv dafür tun, damit wieder die richtigen Bakterien im Darm angesiedelt werden? Und wie würde sich das denn jetzt bei Schuppenflechte irgendwie auswirken? Was würdest du vermuten, wie zeigt sich das? Ja, ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem tropischen Regenwald, die Darmflora. Du kannst halt dir eine Menge Tiere, sage ich mal, besorgen, die du haben magst. Also sagen wir mal, das sind die Bakterien, die du haben magst. Und kannst die dann irgendwie irgendwo hinpacken, auf dem Feld oder so und sagen, jo, cool Tiere, dann seid ihr jetzt mal hier und seid glücklich, ne? Aber das ist halt nicht so. Die Tiere brauchen das passende Umfeld, wo sie sich wohlfühlen, damit sie sich auch vermehren können, dort bleiben wollen, die richtige Nahrung haben, die richtigen Lebensumstände. Und wenn du jetzt einfach irgendwelche Probiotika dir reinknallst und hoffst, dass diese Bakterien, die da drin sind, gut für dich sind, kann sein. Aber wenn dein Darm ihnen nicht diese Umgebung bietet, in der sie sich wohlfühlen, dann werden die da auch nicht bleiben und können sich auch nicht fortpflanzen. Und das hat mit verschiedenen Faktoren zu tun. Also das können Gifte sein, die in deinem Darm sind, die falsche Ernährungsform. Und es gibt jetzt auch nicht wirklich die bösen Bakterien und die guten Bakterien. Man kann schon sagen, okay, die sind eher schlecht für uns und die eher gut für uns. Aber die müssen sich trotzdem irgendwie die Balance halten, weil auch die Schlechten können manchmal was Gutes für die Guten tun. Und man kann es mehr so vergleichen wie ein Kind kommt in ein ganz übles Viertel in der Stadt, auf eine ganz üble Schule und war eigentlich ein ganz gutes, liebes Kind und hängt dann mit den Gangstern rum und wird dann von denen überzeugt, dass es nicht cool ist und dann ja, wird aus dem guten Bakterium ein böses Bakterium sozusagen. Ja? Und zum Beispiel sehr hochkalorische, zuckrige, getreidehaltige Nahrung kann ein Problem sein. Sehr hochverarbeitete Lebensmittel, wo irgendwelche Transfette drin sind und mit Zucker das sich vermischt hat und so, ne? Also Fast Food halt. Das kann ein großes Problem sein. Also ich würde, wenn jetzt jemand Probleme hat, würde ich erst einmal sagen, okay, eliminiere erstmal die Gifte aus deiner Nahrung. Das Beste, das zu tun, ist einfach diese Fertignahrung rauszunehmen. Ne? Es gibt verschiedenste Arten von Giften. Es gibt zum Beispiel die Agrargifte, die wir aufnehmen, wenn zum Beispiel wir was essen. Es kann auch ein ganzes Lebensmittel sein, wo man im ersten Moment, oh, toll, so ein richtig gutes deutsches Brot oder so. Wenn das Feld bespritzt wurde mit irgendwelchen Pestiziden, wo vielleicht sogar noch Schwermetalle drin waren im schlimmsten Fall und das nicht bio ist, dann kann das sich schlecht auf den Darm auswirken, weil diese Pestizide sollen Mikroorganismen killen, zum Beispiel, die an dem Getreide rumknabbern, was auf dem Feld wachsen soll. Ja? Deswegen mindestens Bioqualität, besser Demeter. Und wenn Leute jetzt sagen, oh, ich kann es mir aber nicht leisten, versucht es wenigstens. Erst seit 100 Jahren oder 50 Jahren geben wir viel, viel weniger Geld für Essen aus als früher noch. Also wir können hier wirklich wie Könige leben und also das meiste Geld, was ich ausgebe, gebe ich tatsächlich für gute Lebensmittel aus. Die sättigen auch viel mehr. Also so viel muss man dann auch gar nicht davon essen und hat nicht immer Heißhunger und so. Dann gibt es Pflanzengifte, eine ganze Menge sogar. Die sind ziemlich unterschätzt meiner Meinung nach. Einige, die sich mit Paleo auskennen, werden sich auch schon damit ein bisschen beschäftigt haben. Ne? Also Gluten ist jetzt nur die Spitze des Eisbergs von den schädlichen Stoffen, die in Nahrung drin, in Pflanzen drin sein können, mit denen sie sich verteidigen. Pflanzen sind Meister der chemischen Kriegsführung, also das sind Chemiefabriken, die können nicht wie Tiere wegrennen, angreifen oder kratzen oder beißen, um sich dafür zur Wehr zu setzen, haben evolutionär eine andere Strategie, und zwar die mit Giften sich zu verteidigen. Die gibt es schon viel länger, als es uns auf dem Planeten gibt, und die sind in Symbiose mit Mikroben aufgewachsen, mit Insekten, mit Pilzen, mit Bakterien und diesen ganzen anderen Viechern und haben gegen die diese Gifte gebaut, um sich zu wehren. Wir sind aber vom Aufbau relativ ähnlich wie diese Insekten oder auch wie Pilze lustigerweise, viel ähnlicher als Pflanzen mit Pilzen. Und deswegen wirken diese Gifte auch gegen uns. Und ja, also die können unter anderem diese Gifte Verdauungsenzyme behindern. Enzyme helfen uns dabei, die Nahrung aufzuspalten, ja, und bioverfügbar zu machen, sodass wir daraus Nährstoffe beziehen können. Und diese Gifte, diese Pflanzengifte können auch der Darmwand schädigen,
zum Beispiel bei Getreide, wenn man jetzt so ein uraltes Getreide isst, ist es auch ein ganz anderes Getreide als das, was jetzt in einem Weißbrot zu finden ist, was man heutzutage im Supermarkt kauft. Das ist dann irgendeine hochgezüchtete Form, also nicht nur Pestizide sind drauf gesprüht, sondern auch dieses Getreide ist so gezüchtet, dass es extrem, extrem resilient und verteidigungsfähig ist gegen diese Mikroorganismen. Ja, also die Pflanzengifte in diesem Getreide sind auf dem Maximum-Level hochgezüchtet. Und diese Gifte greifen auch unsere Bakterien in unserem Darm an und können der Darmwand schädigen. Das muss man sich vor Augen halten. Genau, also diese Genetically Modified Organisms, GMO, genetisch modifizierte Nahrungsmittel und so. Und ja, so Sachen wie Glyphosat sind so diese Agrargifte zum Beispiel. Ne? Und die anderen sind auch super schlimm. Also wenn Glyphosat verbannt wird, dann kommt halt das nächste und das ist vielleicht sogar noch schädlicher. Das ist total abgefahren.